keine Socken mehr. Scheiße, wo sind die von gestern? Die sind zu dick. Fuck you, ich war barfuß. Ist mir egal. Oder im Wäschekorb, ne? Das war New School Wohnung, ne? Und zu DDR-Zeiten wollte jeder hier wohnen. Und ich bin dann 1980 in Schwerin geboren und seitdem wohne ich hier, Mann. Und ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie richtig woanders zu wohnen, weil du hast hier Action, du hast Freunde und ich finde es einfach nur genial hier. Und ich will das Viertel hier noch, bis mir ist Grenze, danach ist ein bisschen kriminell, aber hier ist lockeres Leben, Mann, weißt? Früher als kleines Kind, Mann, du brauchtest nirgendwo anrufen, du bist eine Tür weitergegangen, hast geklingelt, kommst runter, lass uns irgendwo im Wald spielen gehen, Höhle bauen gehen. Mega cool. Ne? Warum ist das Scheiß so fest? Oh ja. Schule überspringen will, Kindergarten auch. Schule war nicht doll. Ich war auf mehrere. Auf 7 Schulen insgesamt. Also ich habe Schwerin abgeklabbert quasi. Die wollten mich alle irgendwie nicht. Die haben gesagt, ich bin böser Junge und mach nur Scheiße. Will eh nichts lernen. Moin Matze. Wo habe ich den getroffen? Schon ewig her, da war ich, weiß ich nicht, 12 oder so. Beim BMX fahren. Mein Bruder meinte, ich mache zu viel Scheiße und ich soll mir mal ein Hobby suchen. Ich bin immer viel Fahrrad gefahren und dann hat er mich mit dem verkuppelt quasi. Ist halt so eine Person, die du einfach nicht missen möchtest. So, ne, du kennst ihn jetzt schon seit seinem 13. Lebensjahr und ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Er berauscht sich halt gerne, aber das gönne ich ihm. Ich war ja auch nicht anders. Ne? Geboren in der Stadt und dann ab auf den Dreh. Und ich glaube, ich werde auch für immer wohnen. Außer ich werde mal Millionär. Dann kaufe ich einen Dreh. Na okay, dann wohne ich da auch. Also 09 sind wir, wir haben uns eigentlich auch im Skatepark kennengelernt. Irgendwie kam das Fakt, dass sie meinten, wir haben eine Halle. Ja, ja, genau. Genau, so war das. Genau. Kalle kennt Adi und Adi soll mal den Kabelbaum machen. Und Adi macht den Kabelbaum und eigentlich ist hier auch noch Platz für 2 Bobits. Und dann haben die hier Umzug gemacht. Und dann kamen die hier an einem Tag an mit so einem Hänger, mit Maltes Passat. Und auf einmal war hier so viel Moped-Kram. Aber gut, das haben wir dann halt erstmal abgewartet, was so passiert. Alter, ich frage mich, wie die das in der Werkstatt machen, Alter. Wenn ich mich hier schon so quäl. Ich glaube, das ist auch eher mein Zuhause als meine Wohnung. Also ich glaube, ich verbringe mehr Zeit hier in Holthusen als zu Hause. Ne? Weil zu Hause einfach langweilig ist. Weiß nicht, warum er hier abgewichst hat. Einer muss ja immer ein bisschen aufpassen und auch mal auf den Tisch hauen. Und das macht hier eigentlich keiner. Und ich mache das so ein ganz kleines bisschen ab und zu mal. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal zu Maddis fahren und fragen, was das Ding kostet. Oder ich breche das gleich kaputt. Das mache ich gleich kaputt. Also, aber im Grunde genommen führen wir hier eine Diktatur ohne Diktatoren. Sowas in der Art, glaube ich. So jeder bestimmt, was gemacht wird und alle anderen machen mit oder denen ist das egal. Nur wie zu rennen, Mann! Alter, geil,
Nee, du musst hier. Na, komm hier rein. Sag mal, Matze, ist das nicht dein Spiel? Nein, jetzt erschrubben den noch nicht. Mach noch nur eine Runde. Der war nicht quer genug. Lass mich mal fahren. Ich will den auch mal eine Runde fahren. Hier. Boah. Alter, ich kann auch nicht rein. Auf 25 Hamburg Richtung Nächsten Kurslauf und Gestorf. 1 Kilometer Stopp. Wir kommen nach vorne, Adi. Wir nach vorne, Adi. Rückseite der erste Hannover Messe zwischen Messe Ort und Hochkreuz ist Einbahnstraße. Pack den mal wieder ein hier, ne? Ja, pack den mal ein. Ne? Das ist immer das Ende einer Drift-Challenge in Holthusen. Seit Kind auf habe ich nicht dem System entsprochen. Und dann wollte ich damals boxen in der zweiten Klasse. Durfte ich aber nicht. Ne? Ich denke, ey Leute, warum darf ich denn nicht boxen? Ja, sie nimmt Tabletten, sie dürfen nicht boxen. Jahre später weiß ich, was ich für Tabletten genommen habe. Haben sie mich schön mit Ritalin ruhig gestellt. Ne? Und ja, Mann, hör auf. Wurde von Heim zu Heim geschickt, Alter, weil sie nicht klar kam mit dir. Und es war eigentlich nur ein kleiner Funke, ne? Der hätte. Die Explosion, jetzt laber ich schon wieder Scheiße. Aber es war, wie soll ich sagen, ich hätte einfach nur Sport machen müssen, weißt du, so auspowern und dann war ich auch ruhig. Guck mal, ich werde jetzt 35 und ich merke schon, dass ich älter werde. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, ich sag mal, Adi, bist du erwachsen oder so? Ne, auch, ich habe keine Angst davor, aber man merkt schon, dass du dir, dass für dich andere Prioritäten zählen. Ne? Ja, es sind gewisse Momente, ne,
beim Autofahren oder so. Oder auch beim Radfahren. Ne? Du gibst nicht mehr 110% so, sondern fährst einfach nur noch aus Spaß. Und ja. Ey, mein Leben besteht, also jetzt noch nicht, ne, solange ich mir das erlauben kann, nicht nur aus Arbeiten. Ne? Ist ja so. Das sehe ich nicht ein. Und das kannst du halt nicht voraussehen, wann du einen Löffel abgibst. Deswegen, oder muss ja nicht mal Löffel abgeben sein. Es reicht ja, dir passiert irgendwie ein Unfall, weißt? Wachst auf, Alter, hast irgendwelche Schläuche, Alter, dein Leben ist im Arsch. Und dann sitzt du da. Oh, scheiße, das und das wollte ich machen und so. Ne? Ja, wenn du das nicht gemacht hast, dann, ja, geil. So. Wenn ich jetzt auf irgendwelche Sachen keinen Bock habe oder da halbherzig rangehe, dann sage ich, nö, dann machst du es lieber einen Tag, wo du richtig Bock drauf hast, als dann irgendwelche halben Arbeiten zu machen. Ne? So sehe ich das ja auch bei mir mit dem Arbeiten. Ne? Also hätte ich jetzt Holthusen nicht, hätte ich die Hügel nicht, dann wäre ich längst, glaube ich, so in Anführungsstrichen ein otto-normaler Mensch, der morgens um 6 aufsteht, in die Firma fährt und arbeiten geht. Aber ich finde, wie soll ich sagen, ich möchte zwar reich werden, aber nicht in Form von viel Geld, sondern an Erfahrung. Ne? Ich möchte reich an Erfahrung werden. Und ja, ich lebe das halt so aus. Andere gehen studieren, weil sie keinen Bock haben auf Arbeiten. Ne? Jetzt nichts gegen euch, ne? Aber es gibt genug Leute, die denn, na, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, ich gehe studieren. Und ich gehe auch studieren. Ne? Hier ist mein Studienplatz. Und ja, ich fühle mich gut so. Und ich finde, jeder Mensch sollte das machen, worauf er Bock hat. Ne?